Herzlich willkommen und bitte haben Sie Nachsicht für die Verzögerung. Die Technik hat heute einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Entweder das Gewitter oder halt vielleicht, dass Deutschland noch nicht so richtig digitalisiert ist. Wunderbares Thema, guter Auftakt heute. Blick nach vorn, Post-Corona, anter Aufschwung. Vorlagen haben wir genug. Konjunkturzahlen der IHK mehr als überschaubar gut, eigentlich eher primär nur miserabel. Gestern die Zahlen für den Arbeitsmarkt. Und heute das Wumms-Paket der Regierung. Ich denke, fast alles in Ordnung, wohl eher nicht. Hierzu haben wir ein hervorragendes Publikum hier bei uns im Haus sowie von Hamburg dazugeschaltet. Neben Herrn Professor Bastian Popp, Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Handelsmanagement. Er ist Direktor des Europa-Instituts, Sektion Wirtschaftswissenschaften und Direktor des Instituts für Handel und internationales Marketing der Universität des Saarlandes. Begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Uwe Rentmeister, Leiter Standortpolitik der IHK hier im Saarland, sowie den Bundestagsabgeordneten Oliver Luksic und aus Hamburg zugeschaltet Bild in Bild Universitätsprofessor und Ökonom Professor Thomas Straubhaar. Gerne gebe ich wieder einmal das Wirtschaftsthema hier im Haus moderiert ab und freue mich auf eine wunderbare Dreiviertelstunde. Ja, auch von mir, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Ja, der Herr Simon hat ja schon angedeutet, was uns wahrscheinlich in der ersten Runde umtreiben wird. Das ist dieses Konjunkturpaket von 130 Milliarden Euro, was die Bundesregierung gestern in einer Spätsitzung ja verhandelt und auch verkündet hat. Dann frage ich mal zu meiner Linken als erstes Herrn Rentmeister, der ja auch wahrscheinlich die saarländischen Ableger heute schon, die der Ministerpräsident und seine Stellvertreterin verkündet haben, schon aufgenommen hat. Was halten Sie im Großen und Ganzen von dem, was uns da heute serviert wurde? Ja, das ist ja ein ganzes Sammelsurium an Maßnahmen und Programmen, die dort auf diesen 15 Seiten, also Sie sehen, ich habe die mal mitgebracht und Sie sehen, ich habe die auch schon durchgearbeitet, enthalten sind. Aus saarländischer Sicht kann man sagen, das eine ist vielleicht ganz gut, das hilft vielleicht. Wir hätten uns aber mehr gewünscht an der einen oder anderen Stelle. Und wenn man ein Fazit ziehen wollte, vorläufig natürlich, würde ich sagen, ja, die Impulse, die davon ausgehen werden, die sind doch wahrscheinlich eher sehr begrenzt. Warum? Könnte das kurz ein, zwei Sätzen sagen, warum das Paket nicht so zündet. Das kommt natürlich, also ich spreche jetzt mal einfach nur für die saarländische Sicht. Ja, also wir alle kennen das Land, wir wissen, dass das Saarland ein Industrieland ist, was natürlich sehr, sehr stark mit Automotive verbunden ist. Und wir haben den Aufschrei der Automobilbranche, haben wir natürlich direkt gehört. Ja, also diese Kaufprämie, die sich viele gewünscht haben, ähnlich der Abwrackprämie, wie wir sie in der Finanzkrise 2009, 2010 hatten, da hätten sich saarländische Automobilbauer bzw. Zulieferindustriebetriebe schon darüber sehr gefreut. Ja, gesamtwirtschaftlich kann man natürlich das in Frage stellen, ob das überhaupt sinnvoll ist. Sicherlich nicht sinnvoll ist, dass es eine Verdopplung der Kaufprämie für E-Mobilität gibt. Ja? Weil da stellt sich dann die Frage, was soll eigentlich erreicht werden mit diesem Paket? Ja? Das ist letztendlich wieder eine Art von Technologiesteuerung durch den Bund mit dem Geld des Steuerzahlers. Und das ist natürlich alles andere als zielführend für die saarländische Wirtschaft. Herr Professor Straubhaar, wie sehen Sie das? Und jetzt mal ein wenig weg von dem, was heute beschlossen wurde. Es ist ja eines von vielen Paketen, nicht nur auf nationaler, sondern auch auf EU-Ebene. Besteht da nicht die Gefahr, dass wir uns in relativ kurzer Zeit zu verheben drohen mit dem, was wir jetzt alles an Geld und das Volk? Also zunächst mal guten Abend in die Villa Lessing. Vielen Dank, dass ich aus Hamburg mit dabei sein darf. Und Herr Warscheid, ich denke, Sie haben das schon angesprochen, das ist ja nur ein weiterer Baustein in diesem neuen Gebäude der Staatswirtschaft, die wir die letzten Monate erlebt haben, darstellt. Ich denke, dass das kurzfristig durchaus wirksam sein wird und denke auch, dass alles in allem das politökonomisch recht geschickt angegangen wurde.
in dem sozusagen alle Interessen versucht wurden, in dieses Paket mit einfließen zu lassen. Und von daher gesehen denke ich auch, dass ich das durchaus positiv würdigen will, was da gemacht werden soll. Aber für mich ist es wichtig, dass mit diesem Paket, mit diesem Konjunkturpaket eben nicht vom Tisch ist, wie wir uns die Zeit nach der Corona-Krise vorstellen, wie sehr wir in den nächsten Jahren so oder so vor ganz gewaltigen grundsätzlichen Herausforderungen stehen, die natürlich mit diesem Konjunkturpaket nahezu in keiner Weise auch nur angetastet werden. Und dann vor allem auch, und das vermisse ich am meisten, wie der Exit aus dieser Staatswirtschaft der letzten Monate vorgenommen werden soll. Ich denke, kurzfristig sind wir alle der Meinung, dass wir alles in allem in Deutschland relativ gut durch diese Krise gekommen sind und wohl auch kommen werden, gerade im internationalen Vergleich, auch was den Gesundheitsaspekt von Corona betrifft. Aber eben die Frage ist wichtig, wie kehren wir rechtzeitig zu einer sozialen Marktwirtschaft zurück? Und da bleibt die Regierung, da bleibt dieses Konjunkturpaket von heute nahezu jede Antwort schuldig. Als Bundestagsabgeordneter war vermutlich hautnah verfolgt, zwar nicht im Geschehen drin als Oppositionspolitiker, aber wie wurde das bei Ihnen in der Opposition oder speziell in der FDP-Fraktion gewertet? Was erwarten Sie davon und sehen Sie da auch Dinge, die überhaupt nicht gehen? Also erstmal finde ich generell gut, dass schnell gehandelt wurde. Ich halte auch die Dimension des Paketes im Großen und Ganzen für angemessen. Und ich glaube auch, dass es kurzfristig Wirkung erzielen wird. Aber das ist eben das Kernproblem. Es wird sehr kurzfristig wirken. Von den 130 Milliarden sind knapp 80 Milliarden konsumtive Ausgaben, 50 Milliarden Entlastung. Das ist, finde ich, eine falsche Gewichtung. Und von diesen 50 Milliarden Entlastung, ob das jetzt das Thema Familien ist oder die Mehrwertsteuer, wird es ja nur sehr kurzfristig wirken. Also insofern hätte ich mir eine dauerhafte Entlastung von Bürgern und Unternehmen gewünscht, damit es eben Anreize gibt, zu investieren und auch dauerhaft zu konsumieren. Und da gibt es, glaube ich, eine falsche Prioritätensetzung. Kurzfristig wird dies Wirkung erzielen, allerdings ist die Gefahr sehr groß, dass das ab dem 1.1.21 dann doch ein gutes Stück abebbt. Und das ist an sich der Hauptkritikpunkt, den ich habe. Also ein starker Fokus auf keynesianisch geprägte nachfrageorientierte Politik, zu wenig langfristige Verbesserung von Rahmenbedingungen und Investitionen. Und deswegen glaube ich nicht, dass uns das dauerhaft weiterhelfen wird. Ja, Herr Professor Popp, Sie sind ja Hans-Spezialist. Das heißt, Sie erwarten möglicherweise von diesem Paket, dass jetzt die Leute in die Geschäfte laufen und jetzt wieder positiv reagieren und sagen, jetzt müssen wir das nachholen im Konsum, was wir vorher durch den Lockdown nicht konnten. Oder glauben Sie, dass da nach wie vor und auch auf längere Sicht nur eine Art Schockstarre ist oder eine Art Angstzustand, dass die Menschen sich doch zurückhalten mit dem Konsum? Also vielen Dank. Es ist durchaus schon so, dass ich mich dieser positiven Einschätzung anschließen würde, dass ich glaube, dass es kurzfristig ein wirksames Paket ist, was wir da gesehen haben. Aber wenn wir speziell diese konsumtiven Ausgaben der Privatkonsumenten uns anschauen, dann glaube ich, dass wir eben schon die Gefahr haben, dass die Konsumenten diese Möglichkeiten, die ihnen gegeben werden, nicht nutzen, weil einfach eine gewisse, Sie sagten gerade Schockstarre, aber es ist einfach fehlende Sicherheit einerseits, die einerseits vielleicht gesundheitlicher und körperlicher Natur ist, die sie empfinden, aber eben auch über die Zukunft, die ja sehr wichtig ist, wenn es darum geht, dann konsumtive Ausgaben zu tätigen. Und da sehe ich schon ganz einfach eine große Bedeutung, dass wir wieder Vertrauen bei den Konsumenten aufbauen in das System als solches, denn mit dem Öffnen allein der Geschäfte ist ein wichtiger Schritt getan, aber es ist eben schon auch wichtig, dass den Konsumenten auch wieder das Gefühl gegeben wird, dass sie das ruhigen Gewissens tun können, einkaufen.
Und dann kommen noch Aspekte hinzu, wie das Einkaufen ja für viele Leute auch durchaus ein gewisses soziales Erlebnis ist. Und auch das hat sich ja komplett geändert. Und da wird für den einen oder anderen Konsumenten, für die eine oder andere Konsumentin sicherlich momentan schon erstmal das Einkaufserlebnis anders sein und demzufolge vielleicht auch der Wille, jetzt unbedingt einkaufen zu gehen, gar nicht vorhanden sein. Davon zu schweigen, dass gewisse Homeoffice-Tätigkeiten natürlich und gewisse Bereiche einfach dafür sorgen werden, dass manche Dinge gar nicht so nachgefragt werden müssen, weil wenn Sie keinen Anzug tragen müssen, um auf die Arbeit zu gehen, sondern Homeoffice ohne Anzug sitzen, dann müssen Sie den nicht kaufen, und wenn Sie kein Make-up brauchen, um außer Haus zu gehen, dann eben auch nicht. Also da sind viele Komponenten, die zusammenkommen, glaube ich. Mhm. Herr Professor Strauper, Sie haben jetzt zweimal das Stichwort Staatswirtschaft genannt. Es gibt jetzt eine Beteiligung des Bundes an der Lufthansa, wegen der schwierigen Lage der Lufthansa. Wo machen Sie denn diesen Begriff noch fest, dass Sie jetzt doch dieses ziemlich harte Wort Staatswirtschaft in den Mund genommen haben, mehrfach? Eigentlich am Beginn der Pandemie, dass praktisch über Nacht auch Grundrechte ausgehebelt, ausgeschaltet wurden, dass der Staat sozusagen das Kommando übernommen hat, dass die Politik Individualrechte sozusagen ausgehebelt hat, durchaus erfolgreich, das ist unstrittig, dass das notwendig ist und dass das das Seuchenrecht auch hergibt und dass in einer Krise eben auch richtigerweise die Politik die Vorgaben trifft. Das ging dann weiter, dass der Wirtschaftsminister ja in einer, glaube ich, ganz bewussten Art und Weise garantiert hat, dass kein Arbeitsplatz durch die Corona-Krise verloren gehen soll. Ein Versprechen, was ich denke, schon einen ganz hohen Wahrscheinlichkeitsgrad hat, nicht erfüllbar zu sein. Das ging dann weiter, dass schon ganz zu Beginn gesagt wurde, wir nehmen so viel Geld in die Hand, das war dann der Finanzminister, dass wir sicherstellen können, dass kein Unternehmen in eine Kreditengpass und Liquiditätsprobleme kommt. Und das hebelt ja praktisch den ganzen freien Kapitalverkehr und die Kapitalwirtschaft und die Zinssetzung und die Zinssätze aus. Ging dann weiter, dass die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank auf europäischer Ebene das unterstützt hat und ging jetzt heute Morgen sozusagen zu Ende, indem eben praktisch nochmal 130 Milliarden zusätzlich gesprochen wurden. Und damit ist eigentlich aktuell, sind eigentlich nahezu alle marktwirtschaftlichen Grundgesetzmäßigkeiten ausgehebelt. Es ist nicht mehr so, dass ein gutes Geschäftsmodell die Entscheidung beeinflusst, ob sie durch Einnahmen von Kunden überleben können, sondern es ist die Garantie des Staates durch Einnahmen, die im Prinzip Transfers sind, das Überleben zu sichern. Und noch einmal, ich denke, dass das vielleicht von allen schlechten Optionen die beste war. Ich denke, dass das kurzfristig auch erfolgreich sein wird, ändert aber nichts an meiner Terminologie, dass im Moment von Marktwirtschaft wir in Deutschland nicht reden können, weil in einer Marktwirtschaft entscheidet letztlich Eigenverantwortung und Kreditfähigkeit mit einem guten Geschäftsmodell, das durch Kunden abgesichert wird, ob ich als Unternehmerin und Unternehmer überleben kann. Und das ist ausgehebelt. Deshalb diese Wortwahl. Volkswirtschaftskollege. Und vor allen Dingen an Sie die Frage, lässt sich das auch wieder zurückdrehen, dass man sagt, so, jetzt haben wir genug Staatswirtschaft gemacht, jetzt haben wir genug eingegriffen, jetzt ziehen wir doch wieder logisch zurück und lassen den Marktkräften wieder das Wort und sind nicht mehr Mitspieler, sondern eher wieder Schiedsrichter, wie es ja für eine Marktwirtschaft sein sollte als Staat. Ja, also ich stimme Herrn Strauper absolut zu. Ja, also ich sage mal so, wir sind jetzt auf einem Wege und ich glaube, der Satz stammt von ihm selbst, dass die Geschenke für die Gescheiterten letztendlich die Erfolgreichen schwächen. Und das ist absolut gegen Marktwirtschaft und gegen letztendlich das Erfolgsversprechen für diejenigen, die sich anstrengen in einer Marktwirtschaft.
Wie man da wieder rauskommen soll, das ist natürlich eine sehr heikle Frage, weil wir haben da natürlich einen Gewöhnungseffekt. Ja? Man gewöhnt sich daran, dass man unterstützt wird. Man kann dann Solidarität einfordern. Wir haben diverse Lobbyorganisationen, nicht nur der Wirtschaft, sondern auch von anderen gesellschaftlichen Gruppen, die versuchen natürlich immer letztendlich an irgendwelche Steuergelder zu kommen. Und Eigenverantwortung wird so nicht gestärkt. Wie man da wieder rauskommt, das sehe ich nicht, weil Herr Straub hat auch in der Hinsicht recht. Wir haben keinen Exitplan da drin. Ja, wir haben zwar Befristungen für bestimmte Instrumente. Bei einigen hätten wir uns gerade mal eben keine Befristung gewünscht. Nehmen wir nur das Beispiel der Mehrwertsteuer. Ja. Wir haben vor Jahren mal eine Diskussion geführt über einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz. Ja, wir haben einen absoluten Wildwuchs. Jetzt wäre doch die Gelegenheit gewesen zu sagen, wir machen jetzt eine große Mehrwertsteuerreform. Ja. Wir senken das Niveau ab auf vielleicht 15%. Nur noch einen Mehrwertsteuersatz für alle. Ja, das hätte in der Tat auch den Effekt gehabt, dass es nachfragewirksam wird, so denn tatsächlich die Preise auch gesenkt werden und es nicht nur in die Marge geht. Und es hätte vor allen Dingen auch einen Bürokratieentlastungseffekt gehabt. Das alles hat die Regierung in dieses Paket nicht reingetan. Sie verzichtet auf 20 Milliarden, das ist der Finanzierungsanteil dieses Mehrwertsteuerpakets, das da drin ist. Aber dann geht es fröhlich weiter wie bisher. Herr Luxisch, für Sie als FDP-Abgeordneter und als Parteipolitiker, die FDP hat das ja sozusagen als Brand in ihrer DNA, die soziale Marktwirtschaft, und das müsste für Sie doch jetzt ein gefundenes Fressen sein, da über die Regierung herzuziehen und diese staatswirtschaftlichen Entwicklungen, wie von den beiden Herren jetzt gerade beschrieben, zu geißeln. Ja? Also erstmal dürfen wir nicht vergessen, dass natürlich diejenigen, die Geschenke bekommen, sich da erstmal drüber freuen, sei es der Bürger oder auch die Unternehmen. Also auch in der Unternehmerschaft ist die soziale Marktwirtschaft nicht immer beliebt. Ich möchte meinen Vorrednern ausdrücklich zustimmen. Und man kann es ja an ein paar Beispielen auch zeigen, dass wir da wirklich im Moment eine Politik haben, die sämtliche Marktwirtschaft und Gesetze außer Kraft setzt. Nehmen wir mal einen ganz kleinen Aspekt, die Mobilfunkunternehmen. Da hat der Staat erst durch Frequenzvergaben den Unternehmen viel Geld entzogen und dann wird in der Fläche nicht genug ausgebaut. Jetzt gibt es wieder Subventionen, damit mehr Funkmasten aufgebaut werden sollen. Im Bereich des Automobils durch die Flottengrenzwerte haben wir Strafsteuern für Benziner und Diesel. Jetzt nochmal die Kaufprämien zum zweiten Mal erhöht von 3 auf 6. Dann kommt ja nochmal hinzu die Prämien der Hersteller, die da oben drauf kommen. Kfz-Steuerung, also eine ganz starke Steuerung in eine Richtung. Andere Branchen wie die Bauwirtschaft sollen auch jetzt wieder gefördert werden, obwohl die ja eher heiß laufen. Also eine ganze Reihe auch an einzelnen Branchen, die hier besonders stark gefördert werden. Und das ist in der Tat eins der Kernprobleme. Es wäre sinnvoller, generell die Steuern beispielsweise für Unternehmen zu senken, damit diese Vertrauen in die Zukunft haben, dauerhaft, um wieder zu investieren. Stattdessen werden jetzt sehr stark entweder nur temporär für Entlastung gesorgt oder eben einzelne Branchen besonders gefördert, weil der Staat meint, der bessere Unternehmer zu sein. Und dieser Wirtschaftsstabilisierungsfonds, wo ja zum Beispiel auch sich bei der Lufthansa beteiligt, da ist in der Tat das Problem, wie ist der Exitplan? Und das ist eben auch unsere Aufgabe im parlamentarischen Prozess, dort einzuhaken. Weil wir erleben ja jetzt schon das, was wir befürchtet haben. Jetzt soll diktiert werden, wie der Flugplan aussieht, welche Flugzeuge sich angeschafft werden etc. Und wir sehen ja bei der Bahn, dass das keine gute Lösung ist. Also insofern ist es umso wichtiger denn je, auf diese Aspekte hinzuweisen, weil kurzfristig lässt sich mit viel Geld Probleme zuschütten, aber es werden mittel- und langfristig neue Probleme damit geschaffen. Herr Professor Pupp, Sie haben eben erwähnt, dass sich auch das Konsumverhalten jetzt im Zuge der Krise verändern könnte, dass man also, wenn man sein Homeoffice macht, keinen Anzug mehr braucht, sondern eher, wie man so schön sagt, im Schlabberlook das abarbeiten kann, alles. Werden sich dann nicht auch die Kommunen verändern? Wird das nicht zu einem furchtbaren Problem für die Kommunen werden, wenn da plötzlich verödete Innenstädte mit den ganzen Problemen, die dann kommen werden, uns erwarten? Ja gut, also zum einen glaube ich schon, dass es zu früh ist, um zu sagen, wie die Entwicklung an der Stelle sein wird, dass wir kurzfristig und bis wir vielleicht den Impfstoff haben und das Problem als solches gelöst ist, sicherlich extreme Probleme auch in den Innenstädten haben können. Das ist sicherlich klar. Das andere ist leider eine längerfristige Entwicklung des Handels und der Innenstädte. Die wird sich
sicherlich nur marginal vielleicht in die eine oder andere Richtung verändern durch das, was wir gerade erleben. Denn ich glaube nicht, dass das der große Punkt in 2, 3, 4 Jahren sein wird, wenn wir über Innenstädte und Handel sprechen, sondern dann bin ich schon eher der Meinung, dass wir dann wahrscheinlich tendenziell die Handelsentwicklung als solche besprechen können, aber ja, nicht die konkreten Auswirkungen. Von ja Corona. Gut, das kann konkret werden, wenn irgendwann die Schließungsbeschlüsse von Karstadt-Kaufhof kommen. Ja, wenn dann geht das große Heulen und Zähneknirschen in den Gemeinden los, wo dann der Schlüssel umgedreht wird. Ja, das hat man ja schon bei der ersten ersten Insolvenz von Karstadt damals ängstliche und bibbernde Bürgermeister, Oberbürgermeister erlebt. Ja. Ja. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist eine sehr, sehr kritische Situation, die wir da sehen. Die ist allerdings eben jetzt akut geworden, nochmal durch Corona im Extremfall. Mhm. Das ist aber, muss man leider sagen, auch eine Entwicklung, die eben generell so vorliegt. Und da müssen wir dann schauen, dass wir sinnvolle Konzepte und Lösungen für den Handel und für die Kommunen und für die Innenstädte finden, die eben dieses veränderte Bild des Handels, des stationären Handels, dann sinnvoll abbildet. Und natürlich schauen, dass, wenn es zu einer temporären, ja, unverschuldeten Problematik kommt, die eben ausgleichen, wie das ja momentan versucht wird zu tun. Mhm. Herr Professor Strauper, Sie hatten Anfang März, glaube ich, in einem Beitrag von Kapital schon vor den Folgen dieses Lockdowns gewarnt. Sie hatten damals gesagt, dass aus der Corona-Krise schnell eine wirtschaftliche und am Ende eine gesellschaftliche Krise werden könnte. Sehen Sie sich da jetzt bestätigt, nachdem wir jetzt diesen Lockdown seit 2,5 Monaten sozusagen laufen haben und langsam auch ihn rauskommen? Oder haben Sie doch eine gewisse Erkenntnis, dass Sie sich da möglicherweise übertrieben haben? Sie haben ja heftige Reaktionen auf Ihre Einlassung damals gehabt, ja? Ja, das war für mich eine sehr interessante empirische Beobachtung. Als dieses Interview veröffentlicht wurde, würde ich sagen, habe ich 95% Ablehnung erfahren und vielleicht 5-10% Zustimmung. Und die Ablehnung war wirklich harsch. Ich will Sie jetzt gar nicht damit aufhalten, das noch zu thematisieren. Aber da haben sich sehr viele sehr, sehr im Mark ihrer Befindlichkeit verletzt gefühlt, auch persönlich. Dann so etwa Anfang Mai war die Stimmung auf eine ähnliche Aussage von mir, dass nämlich nur eine gesunde Wirtschaft auch für ein gesundes Gesundheitssystem und damit im Kampf gegen Corona wirksam werden könnte, wirklich die richtige Strategie sei, war plötzlich 80-90% Zustimmung, was mich irgendwie überrascht hatte, weil die Menschen natürlich während des Lockdowns gespürt haben, dass neben der unzweifelhaft ja richtigen Politik Menschenleben, die durch Corona gefährdet werden, zu schützen, eben auch eine krank oder kränker werdende Wirtschaft Menschenleben in ganz anderer Hinsicht auch gefährdet. Und das haben mehr und mehr Menschen, denke ich, einfach am eigenen Leib erfahren. Und heute, denke ich, sind wir in einer sehr vernünftigen Gemengelage. Und das geht mir gar nicht darum, ob ich jetzt Recht oder Unrecht in dem Sinne gehabt habe. Ich denke, dass es alles in allem noch einmal, gerade im internationalen Vergleich, der mich ja und Sie alle auch sehr interessiert, gerade wenn Sie ja über die Grenze nach Frankreich schauen, dann haben wir eigentlich hier in Deutschland sehr vieles sehr richtig gemacht. Und ich denke, wir sollten nicht jetzt zurückschauen, wer hat wo Recht gehabt, sondern wir sollten uns jetzt fragen, wie können wir in dem Sinne diesen an sich jetzt guten Startbedingungen gerecht werden und sozusagen wieder in einen Zustand, den ich aber nicht normal bezeichnen würde, weitergehen, weil normal heißt ja irgendwie, wir wollen zurück zum Status quo ante, das war ja das alte Normal. Und ich denke, wir sollten uns viel mehr jetzt Mühe geben und uns unterhalten darüber, wie erwarten wir, dass jetzt
die Zukunft werden wird und wie können wir von hier nach dort die besten politischen Rahmenbedingungen setzen. Landmeister, wir haben eben ja schon gesagt, das Saarland ist ein Land, was sehr stark von der Industrie geprägt ist, sehr stark vom Export geprägt ist. Auf der anderen Seite sieht man jetzt in Zeiten von Corona, dass sich immer mehr Wirtschaftsregionen abschotten bzw. sozusagen einen Konflikt austragen wie China und die USA und es auch Ökonomen gibt, wie der Chef des Weltwirtschaftsinstituts in Kiel, der sagt, das kann für die deutsche Wirtschaft, wir werden in den Zangengriff genommen von diesen Blöcken und auch von diesen Zurückfahren der Lieferketten, das kann unseren Wohlstand ziemlich schnell nach hinten fahren. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung als Standortpolitiker für das kleine Saarland? Ja, da muss ich auch Herrn Felbermayr völlig recht geben. Ja. Also es besteht in der Tat die Gefahr, dass wir zwischen diesen beiden Blöcken zerrieben werden, ja, wenn die ihre Politik konsequent fortsetzen, auf ihre Freunde und Verbündeten ausdehnen und die dann letztendlich auch irgendwann vor die Wahl stellen, sich für eine Seite zu entscheiden. Das geht dann eben, im puncto Liebesentzug bis dahin, dass man einander ausschließt von Zugang zu Technologien und anderen Bereichen. Das wäre fatal. Das wäre fatal für Deutschland als in der Tat Exportnation. Ja, wir sind in der Tat sehr, sehr stark abhängig vom Export. Und Corona hat das ja gerade eben nochmal verdeutlicht. Ja, wir haben massive Probleme gehabt mit den Lieferketten, die dazu geführt haben, dass Unternehmen schlicht und einfach ihre Produktion nicht aufrechterhalten konnten. Ja? Völlig unabhängig davon, ob sie hier vor Ort sozusagen den Betrieb einstellen mussten auf Weisung, sondern die haben einfach nichts mehr gekriegt. Ja, also wir brauchen wirklich eine florierende Weltwirtschaft mit funktionierenden Lieferketten und offenen Märkten selbstverständlich. Sonst ist es absehbar, dass wir in der Tat mit Wohlstandseinbußen rechnen müssten. Gut, man kann das fordern, wir brauchen das. Man muss natürlich auch dann Verbündete haben und der Verbündete wäre ja Europa, Herr Luxich. Wie sieht das im Moment mit Europa aus? Ist das okay, dass man jetzt aufeinander zugeht, dass man sich hilft, dass man versucht, doch zu einem Block zu werden oder ist der Zug inzwischen schon abgefahren? Also ich glaube generell, ist schon die Gefahr, dass Europa ein Stück weit abgehängt wird im Vergleich zu Asien. Wir sind jetzt ja im asiatischen Jahrhundert und auch die Krise zeigt ja, Japan, Südkorea kommt dort sehr viel besser raus. Deswegen würde ich Herrn Straubhaar zustimmen, dass wir natürlich besser als Italien, Spanien, Frankreich durch die Krise kommen. Aber in Relation zum asiatischen Raum glaube ich, dass Europa ein gutes Stück zurückfällt. Und wenn wir mal anschauen, wer die großen Gewinner sind, Tech-Companies, Amazon, diese Entwicklung wird jetzt natürlich massiv beschleunigt und da sind wir sehr schlecht aufgestellt. Wir haben ja mit SAP nur eine Firma, die in dem Bereich stark aufgestellt ist. Unsere traditionellen Industriemodelle sind hier in der Tat ein Stück weit bedroht durch manche Ideen, glaube ich, auch nochmal ein Stück weit hausgemacht, nochmal verschärft. Also insofern glaube ich, ist es richtig zu sagen, wir brauchen nicht nur global gesehen offene Märkte, sondern auch innerhalb Europas endlich nochmal offene Binnengrenzen. Also ich habe mit unheimlich vielen Firmen zu tun, die bis heute noch gestörte Lieferketten haben. Also einerseits Richtung Osteuropa, also auch Polen und Tschechien haben ja hier eine Reihe an Hürden an den Grenzen aufgebaut, aber auch Frankreich gibt heute auch noch eine Reihe saarländischer kleinerer Unternehmen, die nicht dort arbeiten kann. Also der Binnenmarkt ist natürlich ein Thema und solche Projekte wie Gaia X, da brauchen wir also Digitalisierung, da brauchen wir in der Tat mehr europäische Ansätze. Was mich etwas stört, ich bin dafür und glaube auch, dass Europa jetzt stärker zusammenwachsen muss. Nur die Logik, jetzt einfach mal zu sagen, wir brauchen 500 Milliarden oder 750, wie es die Kommission vorschlägt, und erst dann zu überlegen, was man damit macht, das halte ich etwas für befremdlich. Also ich würde erst Aufgaben definieren und dann überlegen, wer muss das wie bezahlen. Und da sind wir im Moment, glaube ich, in der Tat auf einem Weg, der schwierig ist, deswegen teile ich da die Bedenken der sogenannten sparsamen Vier, die auch etwas tun wollen, aber erstmal die Frage stellen wollen, für was und wie ist denn dafür der richtige Mechanismus? Und da habe ich Europa bisher als nicht immer auf der Höhe der Zeit gesehen, also bei der ganzen Gesundheits- und Corona-Problematik kam von Europa leider zu wenig Impuls. Es ist ja auch eher ein nationales Thema. Und jetzt bei der großen Frage, wo muss Europa wie tätig werden?
Das wird mit Sicherheit eines der ganz spannenden Themen der nächsten Tage und Wochen. Ja, sind Sie in Berlin überrascht worden von diesem Macron-Merkel-Vorstoß? Und das hat ja doch bis in die Koalition hinein für großen Unfrieden gesorgt. So nach dem Motto, jetzt wird die Schuldenvergemeinschaftung Tür und Tor geöffnet, ohne dass der Bundestag gefragt werden soll. Müssen. Also es ist schon eine fundamentale Kehrtwende. Es ist ja die Frage auch, mit welcher Mehrheit, mit zwei Drittel oder gibt es Leute, wahrscheinlich mit einer mindestens Dreifünftel Mehrheit, also da wird die Opposition wohl zum Zuge kommen müssen, weil dafür europäische Verträge, eventuell auch das Grundgesetz, geändert werden müssen. Wir haben hier extra ein Kriseninstrument in der 17. Wahlperiode geschaffen, da war ich auch selber im Bundestag, der ESM. Damals hat man ja gesagt, dass wir ein neues Instrument brauchen, um hier am Kapitalmarkt Geld aufzunehmen, aber eben teilschuldnerisch. Alle Länder müssen dort mitmachen und eben immer Kredite unter Bedingungen. Dieses Prinzip soll jetzt aufgegeben werden. Das halte ich für schwierig. Ja, genau. Und deswegen muss das in der Tat auch im Deutschen Bundestag in der Breite diskutiert werden. Das war in der Tat eine Kehrtwende der bisherigen Politik von Frau Merkel. Und das ist, sage ich mal, auch langfristig natürlich eine immense Belastung für den Steuerzahler. Wir haben jetzt die Kommunen, die gerettet werden, alle Unternehmen. So, und jetzt auch noch ganz Europa. Da wird auch der deutsche Haushalt irgendwann mal überdehnt werden. Ja. Herr Popp, Herr Luxich hat das Stichwort schon genannt, Amazon. Ich, wenn wir bei Ihnen in Ihrem Bereich wieder hinschauen zum Thema Handel. Amazon hat jetzt gerade auch seine Macht nochmal in der Corona-Krise den Handel stark spüren lassen. Ja? Wir sind die Größten. Man hat zeitweise sogar Händler einfach die Waren liegen lassen in den Lägern und hat gesagt, ihr habt keine Schnelldreher, ihr müsst jetzt mal drei Monate warten, bis eure Sachen nochmal ausgeliefert werden. Ist dieses Monopol nochmal zu knacken oder muss man sich da jetzt sagen, Amazon ist da und mit diesem Megamonopol müssen wir leben? Das ist eine berechtigte Frage, aber eine sehr, sehr schwere Frage zu beantworten, muss ich gestehen. Sie wissen, es ist mehr als die Hälfte des Umsatzes im Onlinehandel über Amazon abgewickelt. Ja. Entweder von Amazon eben selbst oder über die Marketplace-Anbieter. Und das ist, um das nochmal aufzugreifen, diese Problematik, dass wir hier auch eben zwischen den amerikanischen Playern sind. Denn Amazon ist es im Grunde, wenn es um den Handel geht, aber auch wenn es um die Plattformökonomie außenrum geht, sehen wir, dass wir mit Apple, mit Facebook und mit Google eben auch amerikanische Player haben, die letztlich den Handel und auch diejenigen, die die Waren verkaufen wollen, mit Informationen versorgen. Das ist ein ganz wichtiges Gut heutzutage. Und da ist es natürlich in der Tat eine große Herausforderung, aus europäischer Sicht und aus deutscher Sicht dagegen anzukommen. Und wir haben es auch gerade schon angesprochen, wir haben ja auch im asiatischen Raum entsprechende Player, die eben diesen Markt extrem gut abdecken und ihrerseits die Fühler zu uns ausstrecken, Alibaba, WeChat. Mhm. Und das ist eine große Herausforderung. Deshalb hoffe ich schon, dass Europa und auch die Player, die wir hier haben und auch die politischen Akteure hier an einem Strang ziehen, um überhaupt die Rahmenbedingungen zu schaffen, da eben auch die Online-Player oder eben auch die Handelsunternehmen, die dafür in Frage kommen, zu unterstützen auf diesem gemeinsamen Weg durch Marktplätze und dergleichen. Welchen Marktanteil würden Sie denn dem Online-Handel stabil in Zukunft zusprechen? Also es gibt ja Leute, die sagen, das ist das Wachstumsfeld schlechthin. Andere sagen, die verstopfen nur die Straßen und nerven die Leute mit allem, wenn die Postboten zu allen möglichen Zeiten kommen. Gibt es da vielleicht irgendwann mal, dass jemand sagt, jetzt reicht es mir, jetzt gehe ich wieder in die Stadt einkaufen, ich mag dieses Geklingel nicht mehr haben? Also das Wort stabil würde ich hier nicht in den Mund nehmen wollen, weil wir hier schon hier eine dynamische Entwicklung sehen. Es ist auch ganz klar, dass sich das sehr stark unterscheidet, je nachdem, welche Produktkategorie, welche Warengruppe wir hier anschauen. Und es wird auch so sein, dass es immer Leute geben wird, die gerne im stationären Handel einkaufen. Das ist auch klar. Mhm. Wie sich die Entwicklung letztlich da auf ganz, ganz lange Frist hier darstellt, das ist sicherlich ein Blick in die Glaskugel. Es bleibt zu hoffen, dass alle im Handel Tätigen und in Kommunen Tätigen ihr Angebot so gut ausgestalten, dass sie möglichst groß den Anteil letztlich auch behalten für die stationären Händler. Herr Professor Strauber, ich muss jetzt nochmal auf die Wirtschaftsordnung und Allokation zurückkommen. Es gibt ja auch Bestrebungen, wieder mehr Autarkie in die Volkswirtschaften zu holen. Das heißt, der
Herr Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister, hat ja sogar gesagt, er will künftig auch wieder eine Schutzmaskenproduktion in Deutschland haben. Lars Feld hat gesagt, das ist Quatsch, es reicht, wenn wir an Schutzmasken jetzt mal eine strategische Reserve anlegen und wenn wir die dann brauchen, dann haben wir sie. Wie stehen Sie zu diesen Autarkiebestrebungen, dass man alles wieder wie früher möglichst selbst machen soll und die internationale Arbeitsteilung da ein wenig zurückfahren sollte? Ich denke, dass ich da viel offener bin und eigentlich raten würde, dass auch die Wirtschaftspolitik die Ziele vorgibt, aber den Weg zum Ziel dann durchaus den einzelnen Menschen, der Wirtschaft in dem Sinne überlassen könnte. Ich denke, dass die Krise in der Tat gezeigt hat, dass wir gewisse Abhängigkeiten eingegangen sind die letzten Jahre, die wir vielleicht auch im eigenen wirtschaftlichen Interesse lieber schneller als später korrigieren sollten. Das hat mit dem Thema, das Sie eben auch angesprochen haben, zu tun, dass natürlich in der Weltwirtschaft schon vor der Corona-Krise, aber jetzt noch verstärkt erkennbar war, dass es eigentlich noch zwei große Spieler gab, die beide, das ist ja das Interessante für mich als Marktwirtschaftler, mit Monopolen gearbeitet haben. Also auch nicht so dem reinen Kapitalismus und der reinen Marktwirtschaft gefrönt haben. Es war eigentlich die Frage, gewinnt Amerika mit seinen Big-Business-Monopolen das Rennen oder ist es China mit seinem Big Brother, mit dem Staatsmonopol, das Rennen macht? Und was eigentlich die Krise auch zeigt, und das fand ich spannend, als Herr Popp eben auch richtigerweise sagte, dass eben Stabilität heute für die Zukunft gar nichts bedeutet. Das kann ich an einem ganz simplen Beispiel von heute Abend erklären. Als die Villa Lessing, Herr Simon, mich gefragt hat, wie wollen wir das heute Abend technisch lösen, das Thema, da hätte ich vor einem halben Jahr noch gesagt, lass uns Skype nehmen. Skype hatte damals ein Monopol und in dem Sinne wollten wir nicht abhängig werden von Skype. Als er mich jetzt gestern gefragt hat oder Herr Kalla gefragt hat, wen wollen wir nehmen, dann habe ich ihm angeboten, wir haben Zoom, wir haben Microsoft Teams, ich habe Webinare, ich habe Skype. Da war Skype plötzlich schon gar kein Thema mehr. Das zeigt auch, dass eben Abhängigkeiten in diesem heutigen sehr komplexen Gefüge über Nacht enden können. Skype, da es lange ein Monopol hatte, droht jetzt gerade ganz weit zurückzufallen. Das Schöne am Wettbewerb, dass auch Skype mittlerweile in den letzten 3 Monaten technologisch nachgerüstet hat in einer Art und Weise, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Und das zeigt auch, dass Herr Altmaier mit einer nationalen Strategie scheitern würde, weil nämlich wir dann national sozusagen immer nur im eigenen Saft schmoren würden, dass wir dann nationale Abhängigkeiten schaffen. Auch die gibt es bekanntlich. Und ich denke, was das der vernünftige Weg, um das nochmal zu sagen, ist, dass wir sagen, das muss das Ziel sein. Wir dürfen nicht abhängig werden. Und da würde ich keinen Unterschied machen, ob ich jetzt national oder international oder von wem auch immer abhängig werde. Wir müssen dafür sorgen, dass wir gerade in der Daseinsvorsorge, im Gesundheitswesen, aber auch in Bildung, auch im Cyberspace, auch das, glaube ich, wird die nächste Pandemie sein, wenn wir plötzlich virtuell angegriffen werden, Viren, dass wir dort nicht abhängig sind. Aber wie wir das schaffen, da denke ich, muss noch sehr viel Wettbewerb zu klugen Lösungen führen, die uns von Abhängigkeiten befreien und nicht neue schaffen. Da wollte ich gerade weiterkommen zu Herrn Professor Popp. Wir reden ja jetzt die ganze Zeit vom eher Zurückdrehen der internationalen Arbeitsteilung. Dann habe ich die Tage einen Bericht gelesen, dass Näherinnen in Bangladesch jetzt arbeitslos werden in großen Massen, weil halt niemand mehr Kleider kaufen will, die in Bangladesch genäht werden. Das heißt also, wir machen unser gutes Gewissen jetzt wieder nach regionalen Produkten oder nach näherem Heranrücken an die Märkte davon abhängig und lassen andere sozusagen das bluten. Ist das keine doppelte Moral, die wir da wieder fahren, so nach dem Motto, die entfernten Bangladesch sollen ja gucken, wo sie bleiben?
Eine doppelte Moral wäre es ja dann, wenn die Leute sich dessen überhaupt bewusst wären, glaube ich. Und ich glaube, das ist bei vielen einfach nicht der Fall. Und deshalb würde ich einfach so sagen, dass natürlich der Wille, die lokale Wirtschaft und regionale Produkte zu kaufen, einfach vorhanden ist und dass das andere einfach zu weit weg ist und dass das nicht wahrgenommen wird an der Stelle. Und deshalb glaube ich schon, dass dieser Produktionismus einerseits und dieser Fokus auf die Regionalität, den wir ja schon länger auch im Handel beobachten können, etwas ist, was Konsumenten ruhigen Gewissens tun. Und im Übrigen ist das so ein Beispiel auch dafür, wir sprachen von der Mehrwertsteuersenkung heute Morgen. Wir wissen aber, dass im Lebensmitteleinzelhandel im Grunde durch die Corona-Pandemie im Grunde nach Studien 5-6% Erhöhung der Beschaffungspreise letztlich zu Buche schlagen, weil einfach Lager aufgebaut werden müssen, weil diese regionalen Produkte in der Regel dann auch teurer sind, die neuen Lieferketten. Und weil Herr Rentmeister vorhin sagte, ja, vielleicht geht es dann in die Marge. Also gerade im Lebensmitteleinzelhandel werden wir wahrscheinlich leider nicht viel davon sehen und können im umgekehrten Sinn vielleicht zumindest froh sein, dass es keine Preiserhöhungen oder nur geringe Preiserhöhungen gab. Herr Rentmeister, es